In Mexiko unterwegs. Heute die Version 2.0 sozusagen. Nach der Überarbeitung der Spawns gucken wir uns jetzt mal die Location einfach nochmal ein bisschen detaillierter an. Zuletzt ja eine meiner liebsten Maps, weil es einfach übelst Spaß macht. Wir sind immer noch übertrieben gut ausgerüstet. Wir waren ja zuletzt noch in der Wurhonga unterwegs und haben immer noch aus dem letzten Video sozusagen die Sarsa Kaliber 22, das Kaliber 2.43, die Ranger und die Kaliber 308 Stalker, die Sarsa Stalker dabei. Und die Sundberg 454. Haben wir da überhaupt eine Verwendung? Ja, haben wir. denn hier auf der Map sind ja gar nicht so viele riesengroße Viecher. Theoretisch kann man hier mit dieser Waffe, mit der Ranger, so gut wie alles abdecken. Ne? 2 bis 6, halt die Einser noch, die Vögel noch mitnehmen. Und dann ist man damit komplett gut bedient. Wir gehen mal grob in Richtung Westen. Raus aus dem Westtor und dann gucken wir mal, wie es denn hier aussieht. Wir haben hier noch viel zu entdecken. Da ist auch noch einiges, was hier schon angemarkert ist, aber was wir eben noch nicht aufgedeckt haben. Ich mache mich mal auf die Socken und bin übelst gespannt, was wir hier heute sehen. Alter. Das ist close. Ich hatte gerade schon ein Männchen gehört. Kojote Weibchen callt hier gerade zurück. Das heißt, hier brunften sich gerade zwei Kojoten an. Männchen, Weibchen und ich genau dazwischen. Geil. Ich schleiche mich mal ein bisschen näher ran hier an die Kojotenparty. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo kommen sie an? Da ist schon mal eine Spur zu sehen. Tricky. Ich will natürlich jetzt auch nichts verscheuchen hier. Also nochmal schön in Deckung gehen. Hier ist perfekt, komplett unsichtbar. Na, was heißt perfekt? Wir haben jetzt hier von der linken Seite wenig Sichtweite und rechts runter auch nicht. Wir sind auf so einem Hügel und können weder in die eine noch in die andere Seite richtig gut reinsehen. Bedeutet also auch, wenn wir hier mit einem Caller stehen würden. Nicht ideal. Hier so runter wäre, glaube ich, ganz okay. Hier jetzt, da vorne in dem Busch, das könnte ganz gut gehen. Das könnte doch was werden. Ja. Wenn wir uns jetzt hier, vielleicht sogar frontal. Passt das? Ne, wir sind immer noch sichtbar. Ne. Einigermaßen unsichtbar. Nicht ganz un... Da ist das Weibchen jetzt. Kein guter Baum. Keine gute Möglichkeit, sich hier zu verstecken. Komplett sichtbar sogar. Alter, guck mal da hinten. Ha-ha-ha. Weißwedel oder Kojode, Alden? Ich würde sagen, wir fangen erstmal entspannt an mit einer Herde Weißwedel. Oder? So ein zünftiges Weißwedel, oder? Das wäre doch mal was. Auf 100 Meter und da hinten fangen wir natürlich mit dem 100... Ist da noch was daneben? Ich würde sagen, wir callen die mal auch so ein bisschen ran. Dafür gehe ich allerdings... Hoppala. Hallo? Dafür gehe ich allerdings trotz allem hier vorne ein bisschen näher ran. Rock mich da ein bisschen an. Auf 100 Meter. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Leise sein. Ich schleiche mich da erstmal hin. Gehe in Position. Zack, zack, zack. Und dann wieder 308. Tja, jetzt ist natürlich die große Frage, ne? Gehe ich näher dran? Je näher ich jetzt vorgehe, desto flacher wird das Gelände. Das heißt, ich komme in so eine Senke und habe gar nicht mehr diese gute Schussposition jetzt.
von oben runter und dahinter dann natürlich auch ja, in die Erde quasi rein. Eigentlich müssten wir von hier aus, guck mal hier auf 80 Meter, 85. Eigentlich müssten wir von hier aus schießen. Die Position ist gut. Und ich nehme tatsächlich die 303. Ja, macht am ehesten Sinn. Auf 75 genullt sind wir hier. Und ich versuche zumindest hier diese beiden zu bekommen. Alter, was ein Weißwedel. Das ist schon losgelaufen, das dritte. Ja, der erste Schuss des Tages fühlte sich ein bisschen ungewohnt an. Ich war ein paar Tage gar nicht im Game, aber es hat trotz allem funktioniert. Und guck mal da, hier flattern nach da hinten die Fasane. Auch noch eine Möglichkeit, ne? Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wir gucken mal eben nach den Weißwedeln. Na, was eine Area. Oha. Sollen wir nochmal hinterher? Okay, braucht man nicht. Mal in die Lunge rein. Aber leider nicht das Herz getroffen. So, Silberwertung. Durchs Schulterblatt. Bisschen hoch. Aber hat ganz gut funktioniert. Mitgenommen. Und hier, das sah noch ein bisschen prächtiger aus. Aber auch hier eine Silberwertung. Für Gold hat es da nicht gereicht. Aber auch hier eine ganz schicke Färbung. Gar nicht schlecht. Auch hier ähnliches Szenario. Schulterblatt in die beiden Lungenflügel. Und es lag quasi instant, gar nicht weit gekommen. Und dann hatten wir jetzt hier noch das Weibchen. Na, das wollte unbedingt nochmal zurück. Oh, oh, oh. Hier, close. Müssen wir natürlich wieder aus der Luft kriegen. Das heißt, wir müssen tatsächlich warten, bis sie anfangen loszuflattern. Und erst dann darf man ja drauf schießen. Ist ein bisschen tricky. Und ich muss sagen, ich glaube, ich werde die Vögel speziell auch nochmal jagen gehen. Dann allerdings wirklich mit der Schrotflinte, die es hier auf der Map gab. Die ich ja auch mega geil fand. Also das war ja für mich auch schon so ein Wow-Effekt. Was ein geiler Ballermann. Und ja, jetzt danach nochmal die neuen Waffen ist natürlich auch mega gut. 76 cm, wir haben hier nochmal einen Weißwedel. 76 Meter entfernt. Die Frage ist, wenn wir jetzt hier rumballern, was würden wir hier gegebenenfalls noch verscheuchen? Haben wir hier irgendwas in der Nähe, was vielleicht noch ein bisschen interessanter ist? Als wieder und wieder und wieder so ein Weißwedel. Gerade auch hier ein Weibchen. Stufe 1, ganz leicht. Andererseits wollten wir ja da unten hin. Da müssen wir ein bisschen was entdecken. Grob in der Area. Hier haben wir den Außen, Hochstand hier, den Aussichtspunkt und den Außenposten. Den haben wir da vorne. Also wir haben hier eh noch viel Strecke vor uns. Ich würde sagen, wir nehmen das Weißwedel doch nochmal eben mit. Halt. Da höre ich doch was. Alter, du kannst es dir nicht ausdenken. Du kannst es dir nicht ausdenken, du Gockel. Was soll ich denn mit dir machen, ey? Kannst du mir da mal so was erzählen? Da trappst das hier vor mich rum, ey. Ei, 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 ei. Na komm. Auch nicht. Ist das tricky, Alden. Und Weißwedel auch weg. Nein.
Alter, mach mich mal nicht fertig. Die callen ja laut, ey. Sie zwingen mich ja regelrecht, hier doch wieder auf die Vögel zu gehen. Ich meine, wir sind waffentechnisch natürlich für alles gerüstet. Von daher könnten wir es natürlich probieren. Ach. Wobei, so ein Schrot wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Einfach die Möglichkeit, auf Schrot zu wechseln. Dafür vielleicht so ein Revolver mitgenommen. Da hinten flattert was. Haut wahrscheinlich gerade ab, genau. Und da flattert der nächste. Nochmal ein Weibchen. Da ist ein Männchen. Beide. Ja, ja, ja. Ja, ja, und da flattert das nächste Männchen. Ei, 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 ei. Also hier ist richtig was los. Das muss ich mir in jedem Fall mal merken. Wollen wir mal schießen. Oh, runtergegangen. Ei, ei, ei. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß ja. Also hier die Area auf jeden Fall mal merken. Hier ist ja richtig was los mit den Fasanen. Und wir gucken aber trotz allem auch nochmal ein bisschen weiter hier runter in Richtung Wasser. Ei, 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 guck mal hier. Nervös. Eine Gang Truthähne. Stufe 2. 4 Kilo. Das hatten wir doch schon mal. Und da ist noch einer, ein Außenseiter. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, die nehmen wir doch mit, oder? Auf knapp 100 Meter ist das auch eine gute Sache. Der Kojote war wahrscheinlich gerade schon schnell weg. Da war keine Chance. Aber das hier können wir doch machen. Das sieht doch vernünftig aus. Wie fangen wir am blödsten an? Oben, unten, seitlich? Ich würde sagen, wir fangen oben an. Und wir müssen einmal nachladen. Der eine haut ab, den kriegen wir sonst nicht. Danke. Bisschen drüber geaimt. Weil auf 100 Meter. Ja, das ist natürlich cool, Alter. Das ist auch, also wie gesagt, immer wieder ganz, ganz krass, auch vom Sound alleine schon. Was ist da los? Ganz, ganz wild finde ich das vom Sound, dieses Klack, eigentlich nur noch sehr, sehr cool gemacht. Und wo ich jetzt hier gerade rumrenne, ich erinnere mich an diese Location. Hier in dem Bereich waren jede Menge Rotluchse, als ich das erste Mal hier auf der Map war. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit hat sich das geändert? Ist das Boot hier wirklich so ein Boot zum Übersetzen auch? Wie am Mississippi? Das wäre natürlich nicht schlecht. Also speziell auch hier an den Hügeln immer wieder Rotluchse. Bisher noch nicht eingesehen, mehrfach gehört. Aber noch nicht einen gesehen. Ich gehe mal eben einsammeln. Na, und hier liegen sie alle rum. Da haben wir einmal eine Silberwertung. Die ganzen Truthähne. Das ist natürlich jetzt nett, wenn hier in so 5er-Packs rumstehen. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Auch hier wieder eine Silberwertung. Ja, ganz gut reingetroffen. Goldwertung, sehr schön. Nehmen wir natürlich auch gerne mit den Gubbel, den Gubbelhuhn allen in Gold. Das war der erste sitzend. Und das letzte Gubbelhuhn. Ja, ich mache mich gleich hier oben auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Und dann schauen wir mal, wie die Area jetzt hier aufgedeckt wird. Was wir noch alles in der Nähe haben. Ein Außenposten war ja direkt in der Nähe. Und wie gerade schon gesagt, Alden, hier ist neben dem Federviehzeug auch, ja, immer noch die Rotluchse. Allerdings steht der Wind gar nicht gut. Ich habe zwar den Geruchsneutralisierer noch drauf, aber es könnte tricky werden. Ich mache mich trotz allem erstmal auf den Weg zum Aussichtspunkt. Und da sind wir auch schon oben angekommen hier. Der Aussichtspunkt. Sehr schön. Ja, ganz, ganz geil, ganz, ganz geile Area auch hier.
Ich meine, man sieht natürlich nicht viel. Es ist auch wieder so eine Trocken-Area. Aber alleine durch diese Gewässer hier in der Nähe und hier oben die Area mit den Fasanen und hier die Area mit den Rotluchsen, da lohnt es sich doch schon. Komm, und auch hier sehen wir wieder die nächsten Spots. Es wird langsam dunkel und wir müssen uns echt sputen. Wir haben 18 Uhr, aber bis dahin werden wir es mit Sicherheit schaffen, bis da unten hin. Ich mache mich direkt wieder auf die Socken, gar nicht lange warten. Ich habe hier gerade schon ein wenig rumgescannt, ob hier noch ein bisschen was zu sehen ist. Leider soweit nicht. Wie gesagt, der Wind geht auch gerade genau in die Richtung. Wir machen uns erstmal, ja, wie gesagt, auf den Weg in die Base. Und dann stellen wir die Zeit auch nochmal wieder ein bisschen weiter vor. Morgens 6 Uhr oder sowas, 5, 5:30. Und dann geht es wieder los. Ja, tatsächlich perfektes Timing. Perfekt. Die ganzen anderen Basen haben sogar überall schon ihre Beleuchtung an. Und wir kommen hier genau in der Abenddämmerung an. Sehr, sehr nice. Es sieht einfach übelst cool aus. Und die kleinen Hütten hier, mega geil. Mit der Musika. Ach, cool, ey. Würde ich auch Urlaub machen hier. Schön so 3, 4 Wochen entspannt in der Hütte. Rams. So, erstmal aufs Ohr hauen. Jawohl. So, was sagt denn die Zeit? Ja, kurz vor 6 Uhr. Perfekt. Zack, machen wir wieder dicht. Und wir schauen natürlich als erstes, woher kommt der Wind? Und der Wind kommt aus Nordost. Ja, das ist doch ein Zeichen, oder? Er hat quasi komplett gedreht und wir könnten jetzt genau hier in diese Area. Mega gut. So, wir gehen mal langsam runter hier. Perfekt. Ich bin schon ganz ufernah. Bisher noch nichts gesehen, noch nichts gehört. Alter, aber wir haben hier eine Mine gefunden. Na, siehst du, das ist auch der Vorteil, wenn man den Story-Part nicht spielt, entdeckt man solche Geschichten irgendwann mal und freut sich auch über sowas. Ich habe das noch nie gesehen. Geil, ey. Na, guck mal hier, ey. Doch schon mal nicht schlecht. Die olle Lore und alles. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwelche Specials. Nicht schlecht. Komplett verfallen, komplett eingestürzt. Aber geil gemacht, ey. Schick. Nicht schlecht. Ja, der Wind hat leider schon wieder gedreht. Katastrophe, ey. Schon wieder in diesem Bereich, in den ich eigentlich gerade gehen wollte. Das heißt, wir machen uns entgegen des Windes wieder auf. Hilft ja alles nichts. Suchen uns einfach hier einen neuen Wegpunkt sozusagen und marschieren dann dahin. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was zu entdecken. Von den Rotluchsen auch leider keine Spur. Ich bin übelst gespannt, ob wir jetzt hier in dieser flachen, trockenen Area auch noch ein bisschen was entdecken. Wow, 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 wow. Close, close, close. Brunftschrei Kojote. Brunftschrei-Kojote. Ich bin gerade schon hingeschlichen. Also hier den ganzen Weg hier schon hingeschlichen. Und jetzt suchen wir noch eine Area, in der wir ein bisschen mehr Übersicht wieder haben. Hier vorne könnte es schon gehen. Das könnte schon was sein hier. Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Und dann ein bisschen rumcallen. So, schon mal ein bisschen hier rumgerufen. Gucken wir mal, inwieweit die jetzt reagieren hier. Wir haben immer noch den Geruchsneutralisierer drauf. Der Wind steht perfekt.
Wobei eben auch Kojoten, so wie Füchse, auch gerne mal so ein bisschen im Kreis um einen herumrennen, bevor sie dann näher rankommen. Ich call noch ein bisschen. Ei, da rennt er mir direkt rein hier. Stufe 5, 18 Meter. No Scope. Alden. Silberwertung. Kojote, Alden. Das ist perfekt. Das ist natürlich auch ein übertriebener Ballermann für diesen kleinen Kojoten. Aber nichtsdestotrotz, geeignete Munition, alles weitgerecht erledigt. Kaliber 243 mit der Ranger. Passt also auf, was waren es, 16, 17 Meter Entfernung mitgenommen, den kleinen Kojoten. Ja, das ist halt der Punkt, ne? Ab 2 für einen Kojoten okay. Aber eben auch für einen Hirsch noch okay. Das kriegt der Kojote natürlich übelst zu spüren, ey. Pah. So, und jetzt sag mir mal, warum ich mir von der Sasa die 223 mitnehmen soll. Der Gerät, boah, Alter, schmeckt ja mal gar nicht. Brunftschrei. Picaris. Verdorch, Alter. Und der Wind ist genau wieder dahin. Der Wind hat mittlerweile schon wieder gedreht. Ich komme schon eigentlich gar nicht mehr vernünftig zur Base. Ich habe hier schon die nächste markiert. Und dann auch noch Picaris. Genau in dem Bereich. Und das wäre natürlich der Oberhammer, wenn wir nochmal ein bisschen auf Picaris gehen könnten. Vielleicht sogar mit der Sundberg. Wir müssen ja noch mal ein bisschen auch Pistole weiter pushen. Die Pistole, die Revolver weiter pushen, damit wir da auch demnächst die bessere Munition für frei haben. Mit der dicken, fetten Durchschlagskraft. Zurzeit ist ja immer noch die Munition, habe ich ja immer noch nur in Anführungszeichen die Munition mit der gewaltigen Aufpilzung. Das heißt, wir reißen da übelste Löcher rein. Aber kommen eben auch nicht so richtig gut durch, ne? Das heißt, die Schweine wären jetzt genau richtig. Wenn wir uns hier die Sundberg nochmal eben anschauen, da ist die Munition ab Schwein bis, ja, bis Büffel am Elch noch vorbei. Und Elch wäre gar nicht so schlecht. Verdorch, Warnruf schon, ey. Die kriegen wir jetzt hier auch nicht angelockt. Auch nicht gegen den Mief. Das heißt, ich muss einfach weiterlaufen und hoffen, dass sie dann vielleicht gleich da sind oder dass der Wind noch ein bisschen weiter in Richtung Westen dreht. Schwierig. Oh, das war close. Warnruf. Ich probiere es einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Der Wind dreht weiter, er dreht sogar weiter Richtung Norden. Das bedeutet, dadurch, dass ich jetzt weiter in die Richtung hier zur Base gelaufen bin, die 160 Meter sind es ja nur noch, ist es sogar noch schlechter geworden. Vielleicht sehen wir sie jetzt gleich hier in dem Bereich. Okay, sehr gut getarnt. Geruchsneutralisierer wirkt noch. Die Anzeige läuft noch. Es kann natürlich wieder eskalieren. Je nachdem, wie viele es sind.
Nun dann, Herr Sundberg, walten Sie Ihres Amtes allen. Vorne links. Rechts. Okay, es sind viele. Okay, wir fangen mal an. Bisschen Movement. Aua, ich wollte gerade sagen, bisschen Movement, Alter. Hä? Nicht getroffen? Was ist er für ein Rambo, Alter? Üben wir aber nochmal, oder? Ei, 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 ei. Da ist da... Uff! Trotz allem noch eine Bronzewertung? Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Und eine Silberwertung. Und sie glänzten wieder richtig. Jawohl. Sie haben nicht diese komischen Bugs. Sehr schön. Das war natürlich, ja, so wie es soll. Zack. Durch den Knochen durch. Lunge, Herz, Lunge. Perfekt. Ein Schuss. So muss das mit dem Schweini-Alden. So muss das. Aber das war natürlich jetzt in den Dingen, ey. Und alle anderen sind weg. Hm. Naja. Ja, wie gesagt, da müssen wir noch mal ein bisschen üben. Dass wir da deutlich mehr wegkriegen. Aber das wird so hier jetzt gerade nichts mit dem Wind. Aber ich denke, ich werde hier gezielt noch mal auch auf die... Schweinis gehen. Schweinis, beziehungsweise auch ruhig auf die Weißwedel. Auch die dann gerne natürlich hier mit dem Revolver erledigen, damit wir da demnächst ausreichend Punkte drin haben, um dann da auch die bessere Munition kaufen zu können. Das wäre schon wichtig. Wir sehen hier unten die Base. Ist das wirklich eine Base? Das sieht aber ein bisschen abgeranzt aus, Alten. Nee, ne? Oh. Ich dachte schon, ich müsste hier in so einem komischen Verschlag jetzt hier hausen. Was ist denn nun los? Das stand ja in der Reisebeschreibung gar nicht drin. Aber ich glaube, das Ding hier, das geht. Nichtsdestotrotz ein bisschen used. Ein bisschen sehr gebraucht. Radadauts. Und die Guitarre spielt zum Empfang. Mega. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf die Socken gleich. Geht's dann direkt wieder weiter. Erstmal Munition nachladen und so Sachen. Ordentlich Manjare hier und so. Und dann frisch gestärkt wieder auf die Jagd. Allerdings beim nächsten Mal gucken wir da wieder rein. Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Wenn das Ganze geholfen hat, gern einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Weidmanns Heil.